Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ein bisschen auf die Neuerungen in der Positionierung, sprich in der Gleichteilsuche eingehen und Ihnen zeigen, welche neuen Möglichkeiten es jetzt im Service Pack 1 gibt. Im Grunde genommen, wenn ich hier die Positionierung starte, habe ich jetzt die Möglichkeit bei den Positionstexten generieren, die Einstellungsmöglichkeit beim Startwert. Hier kann ich den Startwert als Beispiel immer von 1 beginnen. Das heißt, wenn ich, so wie ich hier das eingestellt habe, zum Beispiel bei Profile den Positionspräfix PR haben möchte, kann ich auch hier mit dem Startwert 1 beginnen. Dasselbe kann ich natürlich hier dann auch bei den Blechen machen. Hintergrund ist dieser, dass meine Positionierungen immer von 1 beginnen. Das heißt, wenn ich hierher gehe und meine Baugruppe anschaue, die erste, beginnt die von 1. Wenn ich zum ersten Profil gehe, dann beginnt dies auch mit der Nummer 1. Somit habe ich bei jeder Teilegruppe immer beginnend von 1 meine Positionsnummern. Man muss natürlich daran weiterdenken, wenn ich auf diese Art und Weise arbeiten möchte, dass ich auch bei der Stückliste die Positionstexte ausgebe und nicht die Positionsnummern. Dies muss natürlich dann auch bei den DXF oder bei den Fertigungsdaten so passieren. Wichtig dabei ist auch noch zu sagen, wenn man mit der Zeichnungsverwaltung arbeitet, dann ist dies aktuell noch ausgegraut, da dies noch weiterentwickelt werden muss, damit die Artikelstämme auch damit funktionieren.